Gregor Gysi, Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Sie haben recht. Herr Bundesaußenminister, letztmalig wird der Bundestag heute über die Verlängerung des Einsatzes der knapp 3.200 Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten in Afghanistan beraten und entscheiden. Aber nach Abschluss des Jahres 2014 werden noch 600 bis 800 Soldatinnen und Soldaten dort bleiben, um Ausbildung, Beratung und Unterstützung zu gewähren. Dazu habe ich mehrere Fragen. Die erste Frage: Warum kann eigentlich die Ausbildung nicht hier oder anderswo stattfinden? Warum müssen unsere Soldaten deshalb in Afghanistan bleiben? Aber meine zweite Frage: Selbst wenn, dann ist es doch kein Kampfeinsatz mehr. Dann müsste doch die UN-Resolution geändert, das Kapitel 7 gestrichen und das Kapitel 6 eingeführt werden. Und dann dürfen nämlich die Soldaten nur noch in Notwehr wie im Inland schießen und in keinem anderen Fall, weil der Kampfeinsatz damit untersagt ist. Meine Frage an Sie: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Kapitel 7 durch Kapitel 6 in der UN-Resolution ersetzt wird? Das wäre nämlich zwingend notwendig. Sie haben über das Sicherheitsabkommen zwischen den USA und Afghanistan gesprochen. Ich glaube, dass Herr Ströbele dazu eine richtige und wichtige Frage gestellt hat, die er so gestellt hat, dass wir ein bisschen informiert sind, um welche Teile es dort auch geht. Aber abgesehen davon, haben Sie eigentlich einen Plan B? Wenn nun der Vertrag nicht zustande kommt, was passiert dann? Ich habe versucht, das rauszubekommen. Es weiß keiner. Das scheint mir wenig systematisch, wenig koordiniert und wenig geplant zu sein. Aber weshalb gibt es überhaupt den Abzug? Den Abzug der Soldaten, ja nicht nur der Deutschen, auch der anderen Soldatinnen und Soldaten, das hängt mit dem Scheitern des NATO-Krieges in Afghanistan zusammen. Es gibt keine andere logische Feststellung. Es war die falsche Antwort auf die Anschläge auf das World Trade Center am 11.09.2001 in den USA. Andere Wege hätte man gehen können. Und dann schauen wir uns doch mal die Bilanz des Krieges an. Die haben Sie hier ja nicht benannt. 13 Jahre Krieg, über 70.000 Tote, unter den Toten tausende Zivilistinnen und Zivilisten, auch Kinder und wie gesagt auch Frauen. In Kunduz, auch von unseren Soldaten verursacht, bis zu 142 tote Zivilistinnen und Zivilisten, Hunderttausende Verwundete. Und ich bitte, das nicht zu vergessen. 54 Bundeswehrsoldaten haben ebenfalls ihr Leben gelassen. Das hat große Trauer und Entsetzen in deren Familien, bei deren Freundinnen und Freunden ausgelöst. Bisher waren mehr als 100.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan. Ein Drittel von ihnen leidet an posttraumatischen Belastungsstörungen. Das sind über 30.000 Menschen. Noch Jahre werden wir sie betreuen und behandeln müssen. Auch das ist ein Ergebnis dieses Krieges. Und dann lassen Sie mich auch ein Wort zu den Kosten sagen. Wir hatten ja vorher gerade eine Wirtschaftsdebatte. Wir haben Sozialdebatten. Der ganze Krieg hat uns nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bis Ende 2014 23 Milliarden Euro gekostet. So, und was waren die Ziele, Herr Steinmeier, und was ist davon erreicht worden? Also, das erste Ziel lautete, Al-Qaida muss vernichtet und die Ausbildung von Terroristinnen und Terroristen durch Al-Qaida verhindert werden. Das ist aber nicht verhindert worden. Al-Qaida bildet weiter Terroristinnen und Terroristen aus. Und Sie sagen, es ist ein großer Erfolg, dass das nicht mehr in Afghanistan stattfindet. Na, jetzt findet es in Pakistan statt, im Jemen und in anderen Ländern. Das ist doch kein Erfolg, ganz im Gegenteil. Wie wollen Sie das lösen? Wollen Sie jetzt in diesen Ländern auch Krieg führen? Was soll die Antwort darauf sein? Zweitens, es sollte ein Regimewechsel erreicht werden. Die Taliban sollten endgültig entmachtet werden. Nun sprechen selbst die USA mit den Taliban, ob sie nicht bereit sind, in die Regierung zurückzukehren. Also auch dieses Ziel ist völlig verfehlt worden. Dann wurde gesagt, die inneren Kämpfe müssen beendet werden. Wirklich? Seit 2013 nehmen die Kämpfe wieder deutlich zu. Heute sind in Afghanistan 65 ehemalige Kämpfer aus den Gefängnissen gegen den Willen der USA entlassen worden. Nicht mal darauf achtet die afghanische Regierung jetzt. Und es gibt einen gewaltigen Anstieg der Opfer, gerade im Jahr 2013. Die UN-Organisation UNAMA stellt fest, dass das Jahr 2013, Herr Steinmeier, das gewaltreichste Jahr in Afghanistan seit 2001 war.
Und wenn Sie dann gehen, beweist es doch das Scheitern des Krieges. Die Gewalt hat nicht abgenommen, sondern zugenommen. Allein im Jahr 2013 haben wir eine Verdopplung der Verluste der afghanischen Streitkräfte und Polizei im Vergleich zum Vorjahr. 4.600 Gefallene auf deren Seite. Die Zahl der zivilen Opfer hat um 700 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Das heißt, im Jahre 2013 gab es 8.615 zivile Tote in Afghanistan. Und im Verantwortungsbereich der Bundeswehr, also in den nordafghanischen Provinzen, gibt es eine dramatische Zunahme von Angriffen und Kämpfen. Die Anzahl von sicherheitsrelevanten Vorfällen ist im Jahre 2013 im Vergleich zum Jahr 2012 um 35% gestiegen. Das ist das Ergebnis. Und im Übrigen ist es auch nicht hinnehmbar, das muss ich mal sagen, Herr Bundesaußenminister, wirklich nicht hinnehmbar, dass die Zahlen, die Sie der Bevölkerung zur Verfügung stellen, immer knapper werden. Wir brauchen ja Transparenz. Wir müssen wissen, was dort eigentlich geschieht. Das vierte Ziel, darauf sind Sie auch ein bisschen eingegangen, war ein kultureller, humaner, demokratischer und rechtsstaatlicher Fortschritt in Afghanistan zu erzielen. Schauen wir uns die Realitäten an. 2,7 Millionen Afghaninnen und Afghanen haben Afghanistan verlassen, sind geflüchtet. Die Binnenflüchtlinge stehen auf einem Höchststand von 590.000. Hinsichtlich der Lebenserwartung, des Lebensstandards und der Bildung, weil Sie die Bildung erwähnt haben, hat sich Afghanistan deutlich verschlechtert und nimmt jetzt Platz 175 von 187 Ländern ein. Von Fortschritt kann da gar keine Rede sein. Die Müttersterblichkeit liegt bei 500 pro 100.000 Geburten. Das ist im internationalen Vergleich eine sehr hohe Zahl. 10% der Kinder sterben vor Erreichen des 5. Lebensjahres. Nur 39% der Afghaninnen und Afghanen haben Zugang zu Trinkwasser. Nur 7,5% der Afghaninnen und Afghanen haben Zugang zur Abwasserentsorgung. 7,5%. Die Gewalt gegen Frauen hat dramatisch zugenommen. Im ersten Halbjahr 2013 auf über 4.100 Fälle. Das ist die letzte Zahl, die wir bekommen haben übrigens. Die Anbaufläche für Opium wurde während des Krieges ver26-facht. Ich bitte Sie. Und Afghanistan ist heute Weltmeister im Opiumexport. Das alles haben wir ja auch zugelassen, muss man doch mal ehrlicherweise hier erklären. Und außerdem, auch die Bundeswehr arbeitet inzwischen mit den Drogenbaronen zusammen. Und die Menschenrechtsverletzungen nehmen zu. Natürlich stimmt das. Die UN-Organisation UNAMA bestätigt systematische Folterung und Misshandlung in den Gefängnissen, Plünderung und Morde auch von Polizei und Milizen der Warlords, auch im deutschen Zuständigkeitsbereich, speziell in den Provinzen Kunduz und Baghlan. Ein Bericht des Afghan Analyst Network vom November 2013 kommt zu dem Schluss, dass die Präsenz der Bundeswehr im Norden 12 Jahre lang nichts an der wirklichen Machtverteilung änderte und die Bundeswehrverantwortlichen am Schluss mit den stärksten Machthabern, das heißt den Warlords und ihren Banden, kooperierten, sagt diese Organisation, nicht die Linke. Jede Vorstellung, dass die Bundeswehr Entwicklung vorantreiben kann, ist auch vom früheren Verteidigungsminister de Maizière in unserer Fraktion zu Recht zurückgewiesen worden. Der hat gesagt, die Bundeswehr ist kein Entwicklungshelfer, sondern eine Armee. Und eine Armee, sage ich Ihnen, hat gänzlich andere Aufgaben und ein ganz gänzlich anderes Selbstverständnis. Mit anderen Worten, keines der Ziele wurde erreicht. Den Afghaninnen und Afghanen geht es nicht besser, sondern schlechter. Wir haben Tote verursacht und eigene Tote zu beklagen. Dieser Krieg wurde hinsichtlich der Bundeswehr durch SPD und Grüne, durch Bundeskanzler Schröder, Kanzleramtschef Steinmeier, Verteidigungsminister Scharping und Außenminister Fischer mit Zustimmung von Union und FDP eingeleitet und durchgeführt. Wir, die Linken, haben nicht nur dagegen gestimmt, sondern immer wieder erklärt, dass man die Probleme der Menschheit mit Kriegen nicht lösen kann. Im Gegenteil. Ich hätte gehofft, und erwartet, Herr Steinmeier, dass Sie heute deutlich das Desaster eingestehen und sich wenigstens entschuldigen bei den Afghaninnen und Afghanen und unseren Soldatinnen und Soldaten. Ja, das hätte ich erwartet.
Das ist ein völliges Desaster. Es räumen Sie schon deshalb ein, ich werde es Ihnen jetzt belegen, räumen Sie schon deshalb ein, weil Sie die afghanischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bundeswehr nach Deutschland einreisen lassen, weil sie sich ansonsten in Lebensgefahr befinden. Richtig. Ich sage ja nicht, dass das falsch ist. Nein, aber wenn Sie sich in Lebensgefahr befinden, beweist es doch, dass Sie als Kollaborateure einer fremden Besatzungsmacht betrachtet und verfolgt werden und nicht anerkannt und begrüßt werden durch die Bevölkerung. Das ist doch das Problem. Das ist das Problem. Und das müssen Sie akzeptieren. Natürlich müssen wir Sie jetzt reinlassen. Darüber streiten wir nicht. Aber die Gründe sind doch interessant, weshalb Sie einer solchen Lebensgefahr ausgesetzt sind. Und wie ist jetzt Ihre Schlussfolgerung, Herr Kauder? Ihre Schlussfolgerung ist, dass die Bundeswehr jetzt auch noch verstärkt nach Afrika gehen soll. Ich kann Ihnen nur sagen, der Wahnsinn muss endlich aufhören. Das wird höchste Zeit. Kommen Sie doch endlich zur Besinnung. Und ich sage Ihnen, Deutschland kann ein wichtiges Land auf der Erde sein, wenn wir uns weltweit für Frieden, für Konfliktvorbeugung, gegen Hunger, Elend und Not, für soziale Gerechtigkeit, für ökologische Nachhaltigkeit, aber eben nicht für Kriege einsetzen und schon gar nicht uns an ihnen beteiligen. Als nächstes erteile ich das